Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Oddworld Apes Exodus, dem zweiten Spiel der Oddworld 3. Im letzten Part haben wir viele Secrets gemacht und ja. Jetzt kommt eher einer der langweiligsten Teile. Aber wir sind kurz vor der Explosion, also das wird doch wieder spannend wiederum. Könnte ein etwas mäßiger Part werden, aber demnächst wird er für umso geiler. Wenn nämlich das Bergwerk, also Necromines, explodiert ist, landen wir im Dschungel. Und keine mehr. Das müssen wir jetzt noch ausschalten, wie gesagt. Das müssen wir aber nicht unbedingt, aber naja. Ich erwarte es lieber. So. So, jetzt müssen wir diese hier eliminieren. So. Hier würden wir den ersten blinden Mutagen sehen, wenn wir das Secret nicht bereits gemacht hätten. So, den müssen wir befreien, damit wir weiterkommen. Eigentlich seine erste Erfahrung mit dem blinden Mutagen, weil das Secret bereits nicht gemacht hat. So. Ah, die Stelle ist auch cool. Da müssen wir normalerweise hier alle abstellen, aber man kann es auch ohne. Denn wenn der Mutagen außer Bild ist, schafft er alles, da kann er doch 1000 Slicks und so durchrennen. Der letzte im vierten Stollen. 7 gibt es, soweit ich weiß, und dann gibt es das kleine Finale im Bergwerk, wie gesagt. Natürlich noch lang nicht vom Spiel, das dauert noch eine Ewigkeit. Scheiße. Schlechtes Timing von mir. Das ist übrigens ein Furz. Wo bleibt er denn? Hat er noch nicht geholt oder was? Ich wollte. Oh. Shit. Ich dachte, den haben wir bereits geholt. Ja, lass mal das Tor doch nochmal öffnen. Beziehungsweise den Pfahl. Oh Mann. Thank you.
Jetzt kommen wir durch, oh Vogel. Komm doch endlich. Dann müssen wir wie ihr seht befreien, damit wir hier durchkommen. Den befreien wir gleich, weil nachher müssen wir nochmal einen befreien. Nicht, dass der uns dazwischen kommt. Dann geht's mal abwärts. Dann haben wir bereits den 33. schon befreit. Nice, nice. Ja, das war noch. Gut, kommen gut voran, finde ich. Siebte Minute, dritter Part, das passt. Da könnten wir im nächsten Part auf jeden Fall schon das Finale haben. Da ist irgendwo ein Secret versteckt. Ich glaube, ich weiß auch, wie ich da hinkomme. Ich probiere es halt mal, wenn es nicht stimmt, ist auch alles gut. Oh! Yep, da ist es. Nice. Nice. Sagt noch nie. Ja. Da muss aber irgendwo noch weitergehen. Wo genau, das wird man jetzt noch rausfinden. Ja, vielleicht da oben. Ja, klar, da oben, ja. Nice. Ein neues Secret entdeckt. Stark. Gefällt mir. Aber eins kann ich jetzt schon sagen, die 300-0, das würde ich nicht schaffen. Wow. Das wäre heftig. Ich gebe mir Mühe, so viel wie möglich natürlich zu schaffen. Mein Rekord lag bei 275 halt. Wartet. Ach nee, die brauche ich ja leider. Mal den hier wegholen. So. Und den Slick hier eliminieren. Also dich bringen wir gleich mal nach oben. Weil wir müssen die Modagens hier oben befreien. So.
Das dann hier verwenden. So. Dann war gleich schon die 40, nice. Jetzt will ich alles stilllegen. Befreien, oder? Ach, 39 haben wir jetzt am besten. Okay, ich dachte 40. Oh, nice. Komm ich da rüber? Nice, ich komme hier rüber, nice. Befreien stark. Fällt mir gut. Super. Zwei Secrets, wo ich noch niemals war. Das ist doch ein Applaus wert. Ausgerechnet im Let's Play, wo ich das Spiel eigentlich wie meine Westentasche kenne. Wow, halt. Dann sieht es stark nach einem neuen Rekord aus am Ende. Ich schätze mal so 280. Ich werde mir Mühe geben, ich werde auch versuchen, jedes Secret zu machen. Vielleicht, aber nur vielleicht ist es sogar möglich und wir holen 300. Das wäre genial. Jetzt haben wir dann fast schon ein Sechstel der ganzen modernen Bevölkerung hier befreit, ab 50. Ist auch stark. Bin gerade richtig happy. So. Jetzt kommt eine der heftigsten Stellen zu Beginn des Spiels. Warum? Werdet ihr gleich sehen. Ja gut, wenn man sich dumm anstellt, wird es heftig schwer, aber ansonsten machbar natürlich. Man kann es hier sogar schaffen, ohne eine einzige Mine zu entschärfen. Das habe ich auch erst letztens gesehen, wo ich... Scheiße. SLP Aufnahmen, aber die Videos sind natürlich leider weg. Was halt noch? Vielleicht packe ich die Stille noch in 30 Sekunden. Gibt es ein schönes Bombenfeuerwerk. Wie ist das? Mache ich ein bisschen länger als 15 Minuten diesmal. Nur wegen der Stelle. Da müssen wir natürlich aufpassen, dass wir den Slick nicht aufwecken. Okay, gut. Gut, Leute, dann beende ich den Part an dieser Stelle und im nächsten Part seht ihr dann ein schönes Feuerwerk zu Beginn. Ciao, euer 93 von Rico.